Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap ohne Gräben Version 3.0. Wir sind gerade im Wald und fällen hier ein paar Bäumchen, damit wir wieder Paletten produzieren können. Wir haben bald hier keinen Wald mehr. Ich habe bald hier alles irgendwie gefällt, was zu fällen geht. Zumindest was hier mit dem Vollernter zu fällen geht. Diese komischen Y-förmigen Bäume, die können wir vielleicht nochmal mit der Kreissäge hier kaputt machen. Wenn wir da Bock drauf haben. Aber ich habe da im Moment keinen Bock drauf. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Wir gucken mal, was wir denn hier noch so fällen können. Das ist doch ein dicker Brummer. Wollte ich ihn gar nicht haben jetzt. Jawohl. Schön selber aufs Fahrzeug werfen. Macht immer Sinn. Also, da hätte ich jetzt aber gedacht, dass der länger ist. Aber ist er nicht. Das ist er nicht. Mal wieder so ein Baum, der sich nicht fällen lässt, doch. Weiter. Parallel haben wir zwei Ladewagen am Laufen mit Cosplay, die uns Stroh einsammeln. Und wir haben einen Transporter laufen, der uns Stroh zum Kompost bringt. Damit wir mal wieder ein bisschen Kompost produzieren können. Geht doch. Echt, würde ich zum Teil mal hier gerne fahren. Mal sehen, wie das so zu handhaben ist. Das glaube ich ja auch nicht, nicht, dass der dann gleich sich so aus den Angeln heben lässt, wenn man mit dem mal auf den Boden schlägt. Aber ich glaube auch nicht, dass die Büsche in Wirklichkeit bis ins Fahrerhaus, bis ins Cockpit hier gelangen würden. Aber vielleicht ist das ja tatsächlich so. Wir haben auf jeden Fall gleich keinen Wald mehr hier. Außer diesen komischen Y-Bäumen. Was nützt es? Wir müssen ja Bäume haben, wir müssen ja Nachschub haben. Um hier ein bisschen Paletten produzieren zu können. Weil die brauchen wir. Ohne die liegt die ganze Produktion still. Wir können zwar welche im Baumarkt kaufen, aber das habe ich eigentlich nicht vor. Aber vielleicht ist es auch einfacher, als hier selber immer Holz zu ernten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen.
Das ist ja auch nur so ein ganz Liter. Ja, ist ja kaum der Rede wert. Dafür jetzt diesen Aufstand. Das ist ja nicht. Der sieht doch groß und mächtig aus. Machen wir jetzt erstmal hier aufs Gebäude rauf. Haben wir eine gute Haftpflicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie wir versichert sind. Oh, Vorsicht, Baum fällt! Oh, das waren jetzt 16 Meter. 24 Meter. 32 Meter. Und nicht ganz 40 Meter. Das war schon ein ziemlicher Oschi, würde ich sagen. Weiter zu dem da. Mal auch ein bisschen tiefer an. Wenn es denn geht. Oh, schon wieder so ein Quatsch. Was ist denn das? Ja, cool. Entschuldigung. Keiner zu Schaden gekommen? Ich hoffe nicht. Können wir uns hier nicht erlauben. Also ohne Schaden. Wäre doof. Wir haben einen falschen Gang drin. Gibt's ja gar nicht. Ah, ja, ja. Falsch rum. Ja klar, es steckt im Verkehr fest. Nee, doch nicht mehr. War ja auch immer. Wahrscheinlich irgendwie am Hofsilo getroffen oder so. Das geht aber doch echt gut. Vielleicht bräuchte ich einfach noch einen weiteren Ladewagen. Dann wären wir gleich schon fertig. Wären. Hätte Fahrradkette. Nur aber nicht. Muss aber doch auch bald mal dann reichen hier an Holz für unsere Palettenproduktion. Können wir noch einsammeln? Vielleicht? Jetzt vielleicht gerade nicht, aber in der nächsten Folge. Wir machen einfach diese Folge. Ernten wir noch Holz. Und in der nächsten sammeln wir es dann ein und bringen es zur Palettenfabrik. Dann können die auch wieder arbeiten. Beziehungsweise zum Sägewerk bringt. Allerdings zu unserem, nicht zu dem öffentlichen Sägewerk, was es hier ja auch gibt. So, du bist dran. Noch nichts mit irgendwie nachhaltiger Forstwirtschaft zu tun, was wir hier machen. Einfach so drauf los säbeln, was uns vor den Harvester kommt. Ist es eben. Wenn sie das nicht wollen, hätten sie nicht Baum werden müssen.
Den machen wir jetzt platt. Ja, nicht schlecht so, ne? Kann man ja nicht sagen. Schon. Mal gespannt, wie viel Ladungen Holz das dann nachher werden, die wir da hier gerade ernten, die wir gerade harvesten. Schön auf die Paletten mit was weiß ich. Geht nicht von mir. Neue Melkanlage oder so. Keine Ahnung. Mich ja mal wundert, die ganzen Leute, die hier so rumlaufen. Also in echt, ne? Wenn ich da rumlaufen würde, würde ich jetzt erstmal stehen bleiben, würde gucken, was hier vor sich geht. Was hier gemacht wird. Da würde ich ja nicht einfach so völlig ignorant vorbeilaufen. Oh, Pilze. Oh, wir haben jetzt erstmal schon mal genug zum Kompost gebracht. Weiß ja nicht, wie viel Stroh wir noch kriegen. Können wir nachher immer noch mehr machen. Aber ich möchte das natürlich so ein bisschen aufteilen. Nicht einfach nur sinnlos alles in Kompost umwandeln. Ne? Stroh brauchen wir auch für die Futterproduktion. Also für die Kuhfutterproduktion. CBS-7 steckt im Verkehr fest. Ja klar, weil der andere natürlich davor im Weg steht. Mit Sicherheit. So wie gerade eben auch. So, den Baum machen wir noch. Und dann war es das hier im Wald erstmal mit der Ernte. Das war nochmal ein schöner Oschi. Der hat doch nochmal richtig was gebracht. Harvester schalten wir aus da vorne. Fahren mal so ein bisschen hier aus dem Wald raus auf neutralen Grund. Und dann kümmern wir uns mal um meine Verkehrsproblematik auf dem Hof. Sicherheit steht der hier im Weg. Ja, da hier. Deshalb kommt der andere nicht weiter. Nee, das war jetzt doof. Abfahrer erstmal entlassen. Wenn ich den jetzt hier wegfahre, ah, das ruckelt aber. Muss ich dann auch nochmal gucken, woran das kann. Dann eine bessere Grafikkarte brauche. Glaube ich einfach zwischendurch bei den ganzen Aufnahmesessions, die ich so mache, einfach mal zwischendurch neu starten sollte. Ich weiß nicht. Könnte natürlich sicherlich auch ein Grund sein. Oh, jetzt wird's hier spannend. Geht's hier ab. Ja, bleibt doch mal stehen. Sinn.
Mikrofon ist wieder alles gut. Ja, liebe Freunde, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, einen Kommentar oder wenn ihr mich abonniert, würde mich auch sehr freuen. Und tschüss!